Ja, da sind wir wieder zurück, meine Freunde, zu einer weiteren Session Medieval Dynasty. Hat gar nicht so lange gedauert, bis wir die nächste Session machen. Liegt auch daran, dass ich ein bisschen im Verzug bin mit Aufnahmesessions. Vorproduktion, so gesehen. Ah, der Dulli hat keinen Fischspeer mehr. Ja gut, aber er kann getrockneten Fisch machen. Bis wir wieder Fischbär machen können. Ja, vielleicht, ich entschuldige mich, falls die Audioqualität heute zu wünschen übrig lässt. Ich habe nämlich ein bisschen an den Settings rumgeschraubt, weil es gab da so einen kleinen Ton drin im Audiobereich. Was laber ich überhaupt? Hilfe. Nein. Es gab da so ein bisschen Probleme so mit einem Ton, der mich genervt hat. Irgendwie so, dass es gab so ein Zischen, so ein hochfrequentiges Zischen, was ich eigentlich nur kenne von einer Rückkopplung. Daraufhin habe ich ein bisschen wieder rumgebastelt mit dem Settings, ein bisschen ausprobiert. Ich stand da wirklich da, habe rumgeschrien, rumgeraged. Ja, man kennt es einfach, weil es war nervig, schlussendlich, dieses Zischen. Und ja, ich hoffe, ich habe es jetzt behoben. Da wäre ich froh, wenn ihr mir da in die Kommentare schreiben könnt oder jetzt hier im Chat, ob das Zischen weg ist. So, wir müssen wieder den Eimer füllen. Der Typ isst und trinkt so viel, wie ein ganzes Dorf normalerweise alleine isst und trinkt. Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte was schauen. Feld, Flachs. Nein, Flachs. Hallo. Mhm. Wie viel Dünger haben wir? Ah! Stimmt! Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Wir haben ja noch Dünger im Dingens, im Dorf abzuholen. Da die Typen gleich wieder reklamieren werden. Weil ich habe jetzt das System gecheckt bei denen, dass die so bald man kein Dünger mehr hat. Sie machen nicht den nächsten Step. Sie hören einfach komplett auf zu arbeiten. Denen ist es sowas von scheißegal, ob sie jetzt ernten könnten oder anpflanzen können. Das ist denen scheißegal. Die machen zuerst wirklich einen Schritt durch und ja, wenn man jetzt weiter arbeiten könnte, was normalerweise passiert, wenn man irgendwo ansteht, dass man was anderes beginnt, bis man wieder die Ressource hat, die man braucht. Das können die einfach nicht. Aber ist auch nicht weiter tragisch. Wir haben das System, nachdem wir so oft geraged sind, jetzt gecheckt. Und jetzt können wir das ausdribbeln. Dribbeln. Drip, drip, dribbeln. Wir haben einen Ausnichterungstrunk dabei. Warum auch immer. Steinpfeile, Steinpfeile, Stroh. Stocks. Oder chill mal. Ich habe noch zwei. Genau, deshalb haben wir auch nur noch zwei Münzen. Zwei Silbermünzen. Wir können uns nichts leisten, denn der Esel, der wird noch eine Weile dauern, sage ich jetzt mal. Dem seine Ausdauer. Also wenn wir den Ausdauertrank trinken, dann ist Endlevel. Also das ist wirklich schon eine gewaltige Steigerung, sage ich jetzt schon mal. Nur halt, wir müssen da hinkommen. So, wo habe ich den Dünger hingelegt? Da hinten habe ich die Hecke hingelegt. Ja, ein bisschen tragen wir zu viel, aber das ist easy going.
Das ist nicht zufälligerweise dieses Spiel, wo wir... Nein, glaube nicht. Zum Aufbau für ein paar Gegenstände. Verschiedenes. Schneemann, okay. Ein Waschzuber, das wäre halt schon mal was. Die Vogelscheuche hat hier keine Funktion. Okay, ich kenne da andere Spiele. Die, die es gerafft haben, wissen es. Da hat man permanent eine Möwe an der Backe. Aber nur so lange, bis man eine Indoor-Plantage macht. Ja, ja. Die auf Twitch. Ich bin jetzt ein bisschen hier am Aufnehmen für die Session für YouTube. Danach steppen wir rüber zu Hogwarts Legacy. Ja, Legacy. Legacy. Genau das. Nicht sie. Sondern Legends. Legacy. So. Ey, bis ich das Wort gelernt habe. Eine gute Deutsch. Nix Deutsch machen, diese. Stimmt, wir haben ja jetzt. Jetzt meckern die schon wieder. Das ist. Das sind so faule Leute. Der Roland, der ist so ein fauler Typ, ey. Der meckert den ganzen Scheißtag nur rum, dass er keinen Dünger hat. Ich brauch Dünger, Bruder. Guck mal. Was hab ich ja. Ey, hast du nicht gecheckt, Bruder? Ich brauch Dünger. Jetzt hat er Dünger. Jetzt meckert er bestimmt schon wieder rum. Ey, Bruder. Verschwindet diese Scheiße auch? Ich bin gerade ein bisschen aggressiv drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil... Wir haben es nicht fertig geschissen gekriegt. Unbesät. Pflanzenwachstum. Samen haben wir nicht mehr. Kohl haben sie alles hingekriegt. Zwiebeln. Aber was mir fehlt, ist Flachs. Die haben den kompletten Scheiß Flachs vergessen. So hier. Den kompletten Flachs haben die mir nicht angebaut. Junge, Junge, Junge. Ah, jetzt ist wieder weg. Gut. Afer. Säckchen Samen. Los, arbeite schneller, Bruder. Adagost, mach mal vorwärts. Ja, also... Sag mal, spinnst du? Mach mal schneller hier. Wenn du nur so ein paar Körner verteilst, ja, dann... kein Wunder, dauert das so lange. Los. Sag mal, ich streich dir den Lohn. Ich arbeite schon umsonst. Ja, dann gibt's jetzt doppelt nix. Schade, ich wollte dir eigentlich ein Gehalt geben. Gibt's jetzt nicht. Aber sag mal... Hey, hackt's den? Der ist ja... Wir sind im 5. Jahr, okay. Er verteilt hier Dünger für... Mohn, der kein Mohn gibt. Zwiebeln. Hier braucht's dann eine Hacke. Hier ist Kohl. Kohl haben sie besät. Aber hier... What are you doing? Can you please say me what are you doing? Hey! Wo sind die hin? Die hören einfach auf zu arbeiten. Ich glaub's nicht. Die hören einfach auf zu arbeiten, die faulen Säcke. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Ah.
Wir haben keinen einzigen Flachs. Nix Flachs diese. Also. Ja, am Feierabend. Okay. Gut. Dann, liegt's mal wieder an der Zeit, am Xerox den Wahrhaftigen, den einzig Wahren, das in den Griff zu kriegen. Was habe ich hier drin? Im Komposthaufen? Nix. Den müssen wir nachher noch auffüllen. Also lass mich hier da rein. Dünger. Komm, gib mir Dünger. Dann brauche ich... Haben wir Leinsamen hier. Das brauche ich. Leder haben wir so viel. Okay. Aha, aha, aha. Also hier ist nichts zum Kompostieren. Aber hier müsste was sein zum Kompostieren. Zustand. So. Also. Die nehme ich mir mal. Dann nehme ich mir die mal. Das ist schweres Zeugs hier. Aufzuschnaufen, Mann, das nervt mich. Ich bin genervt von dem Zustand. So. Also, die Karotte kommt da rein, der Kohl kommt da rein und die rote Beete. Was brauche ich zum einen Komposthaufen zu bauen? Hier. Hier Holzstämme, okay. Dann machen wir das kurz. Hier, Holzstämme. Gut. Platzieren wir nämlich hier hinten ein paar Komposthaufen. Nein, falsch. Hier und ein Kompost. So, das ist doch schon mal zuversichtlich. So, und dann hier wieder auf Zustand. Warum ist hier drei Dünger drin? Aha, jetzt steht sogar, wo das eigentlich hin müsste. Verdorbenes muss hier drin sein. Okay, ich verstehe. Cool, das habe ich immer übersehen hier unten. Also man sieht es eh nicht. Ihr seht es sowieso nicht wegen der Facecam. Aber da wäre theoretisch so ein Feldle. So, also ich muss vorwärts machen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Bis der Sommer kommt und im Sommer will ich dann mit dem Flachs wieder ganz gut Kohle machen. Hallo? Entschuldigung, darf ich mir mal kurz durch? Vielen Dank. Nicht genügend Platz am Zielort. Okay, kein Problem, dann hier rein. Gut, ich bin gespannt, wie viel Verdorbenes wir dank Fleisch kriegen. Also das hätten wir. Dann müsste ich jetzt mit meinem Säckli... Ihr faulen Hunde! Ihr seid so faul, ey! Einmal muss ich eure Arbeit machen. Erika, du bist auch faul. How are you? Geh mal zur Seite da, ey. Nerv mich nicht. Ich hab noch zu tun. Ich muss Überstunden machen wegen euch. Eigentlich ist das eure Aufgabe hier. Auf Feld 7. Hier. Aber der Dünger sieht jetzt geiler aus. Der hat Style gekriegt. So.
Vielleicht müssen wir dann wirklich mehr Feldarbeit, ja? Aber ich glaube, das liegt da jetzt wirklich auch daran, dass zum einen, dass wir die Feldarbeiter nicht hundertprozentig ausgelastet haben, zum anderen, weil uns der Dünger einfach sowas von hardcore fehlt. Also, das ist ein riesen Manko, was wir hier haben. Und ich gebe immer so viel Geld aus, nur damit der Dünger passt, damit die Feldwirtschaft einigermaßen läuft. Das ist schon hardcore. So, ich darf nicht vergessen, mein Säckli geht irgendwann mal auch noch kaputt. Ich habe noch ein paar Stündchen Zeit, aber ich muss Gas geben. Ich habe nämlich das Gefühl, das könnte richtig knapp werden. Also wenn wir mindestens so... Hallo? So 20 davon noch hinkriegen, dann bin ich zufrieden. Dann hat sich diese... Hallo? Ey, Bruder, was ist los mit dir? Jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich meine Arbeiter, dass die so lange brauchen. Also, Steinhacke. Mal vorwärts. So. Das einzige Gute daran ist, wenn wir es jetzt selber machen, ist, dass wir wieder XP kriegen, die uns dann auch wieder neue Sachen freischalten. Vor allem im Bereich Landwirtschaft. Ach, von der Zeit, die rennt wirklich weg. Jetzt haben wir wirklich Stress pur, also. Das ist gerade nicht ohne. Aber ich denke... Das haben wir wenigstens in den Griff gekriegt. Dann muss ich nachher Ressourcen finden. Warte mal, was haben wir wirklich alles angepflanzt, was wir anpflanzen konnten? Ein Stück Karotten, das ist mir egal. Mohnsamen, okay. Ja, okay. Nicht so wirklich ganz. Was? Scheiße. Feld 2, was ist das? Roggen. Fuck. Okay. Danke, die ist direkt am richtigen Moment kaputt gegangen. Also. Ich brauche. Wo bist du? Einsam, hier. Hier schnell das Feld. Und dann dringend müssen wir Roggen anpflanzen, weil sonst haben wir kein Tierfutter mehr. Und oh, das wird teuer. Ich komme nicht nach. Scheiße. Also warte mal, welches Feld war es? Es war Feld 2. Roggen. Ich muss Roggen anpflanzen dort. Und was wir brauchen eine Hacke. Scheiße, scheiße, Digga. Das wird sowas von knapp. Also, was brauche ich, um mir so eine Steinhacke zu machen? 4 Stein, 1 Holzstamm. Das kriege ich hin. So. 4 Stein, 1 Holz. 1 Holzstamm. 4 Stein. Roggen. Korn. Brauche ich zum Anpflanzen. Was sind Steine? Ah. So. Komm schon. Ah, das Säckli habe ich vergessen. Nein! Komm schon, mach vorwärts. Mach! Mach! Los! Ups! Ich brauche ein Säckli. Ich brauche ein Säckli. Komm. Habe ich hier? Ja, hier. 2 Säckli im Inventar.